Freunde, ihr wisst, was das heißt. Wenn nicht, sage ich es euch. Das wäre richtig scheiße. Der ganze den Nachmittag umsonst wegen der Scheiße da. Der Fabian würde am liebsten jetzt hinschmeißen. Grad, oder? Das ist nicht geil. Mit eurem Bad schaut es ganz schön aus. Heute. Danke für die Mitteilung. Haben wir noch gar nicht gemerkt. Und los geht's. Als wir... Spoiler. Als ob unsere Pullover nicht genug Spoiler sind. Als wir vor einem Jahr mit unserem Van fertig geworden sind, gab es noch einige Projekte, die wir gerne noch gemacht hätten, aber aus verschiedensten Gründen nicht mehr geschafft haben. Und heute widmen wir uns diesen Dingen. Das heißt, der Van wird wieder zur Baustelle. Ja, schon wieder. Und ich glaube auch, das ist nicht mit heute getan. Nein. Und wir haben ein bisschen Zeitdruck. Ja, aber es gibt so ein paar Dinge, die wir unbedingt machen wollen, weil sie unser Vanlife einfach nochmal aufs Next Level bringen werden. Und deshalb legen wir jetzt direkt los. Wie wär's mit ein bisschen Licht? Wo ist denn hier Licht? Lichtle. Lichtle. Aha. Aha. Tada! Das erste Projekt, dem wir uns widmen, ist eins, das uns so viel Lebensqualität schenken wird. Weil wir schon wirklich seit Anfang an davon träumen. Wir werden nämlich ein weiteres Fenster einbauen. Wir brauchen hier ein Fenster. Wir brauchen hier dringend ein Fenster. Es birgt ein paar Herausforderungen, weil es da so ein kleines Problem mit den Schrauben und so gibt, das wir letztes Mal auch schon hatten. Wir hoffen, dass wir diesmal besser vorbereitet sind. Wird sich zeigen. Nee, der Stab hier soll hier hin, dass ich es wirklich messen kann, was ich messen will. Und anlegen dann. Dann nicht bewegen kurz. Aber warum fängst du einfach Mira, mit an? Dass du immer reinlabern musst, du denkst, ich dass bin ich halt das Verstehen. Ja, dass ich aber nicht, während ich was misst, sonst muss ich nochmal anfangen, wie das zu erklären. Ich erkläre es dir gleich, okay? Was ich mache. Kann ich jetzt das loslassen wieder? Ja. Danke. Nummer zweimal. Das ist schon 64. Das, nee, die. Plus 8 sind 72,9 müssen es sein. Okay, ich rechne es nach. Hier. Das Coole ist, diesmal haben wir noch besseres Werkzeug und eine geile Werkstatt, die wir nutzen dürfen, nämlich von meinem Papa. Und das ist natürlich ein ziemlicher Luxus. 72,9. Habe ich doch gesagt. Nee, du hast 72,8 gesagt. Nein, ich habe 9 okay, gesagt, zu 100%. 100%. Ja, ich habe es auf Kamera. Okay, ich bin sehr gespannt, wie das auswirkt. 72,9 müssten es sein. Okay. Jetzt ernst. Bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das aussieht hier nach einem Jahr da dahinter. Oh oh. Was ist? Das ist der Armaflex. Wo ist so ein Ding? Ein Flatterholm. Der Ausbau ist jetzt ja nun doch schon ein paar Tage her und wir haben voll vergessen, dass wir die Fläche hier gedämmt haben. Wir dachten irgendwie, wir haben nur die Rückseite von der Verkleidung gedämmt. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich auch das Armaflex hier entfernen. Idealerweise auch genauso, wie dann der Ausschnitt ist, dass wir quasi das irgendwie so hier drin schon ausschneiden. Und hier ist ein Flatterholm. Und hier ist ein Holm zu entfernen. Also ein bisschen mehr Arbeit als gedacht. Hilft aber nichts. Ich hole den Rahmen und dann halten wir den so hin, wie wir es wollen. Ja. Und dann schneiden wir das mit dem Messer ein und dann weg damit, oder? Machen wir es. So, wir haben so gut es geht freigelegt. Man sieht das Armaflex natürlich noch, weil wir das noch nicht komplett entfernt haben. Aber unsere größte Herausforderung gerade... Entschuldigung. Unsere größte Herausforderung gerade ist dieser Holm. Den wird der Fabian jetzt wegflexen. Weg damit. Und dann haut das hoffentlich hin. Jetzt decken wir noch einmal alles hier ein bisschen mit Pappe ab, falls ein Funken fliegt. Und dann sollte das passen.
wir haben jetzt das ganze Armaflex hier drumherum einmal abgekratzt, haben dann mit Terpentinersatz noch die Klebereste entfernt. Jetzt haben wir perfekt Platz hier für den Rahmen und können den jetzt ausrichten und dann ausmitteln, wo der Ausschnitt fürs Fenster hinkommt. Dann wird es auch schon so richtig ernst. Voll cool. Es ist schon wieder aufregend, jetzt einfach ins Auto reinzusägen. Jimmy, du hast Löcher. So lief das. Ja, weil da drauf zeichnet man dann jetzt das an. Freunde, ihr wisst, was das heißt. Wenn nicht, sage ich es euch. Stichsäge. Loch. Fenster, geil. Dann schauen wir mal, ob du dann einen Schwarzzahn gesägt hast oder nicht. Das schaut schon ein bisschen so aus. Schmarrn, oder? Vielleicht müssen wir es aufmachen. Ja, da oben muss noch was weg. Aber es ist nicht viel, was fehlt. Aber ja. Hier oben das. Okay. Fehlt noch was hier. Jetzt bei dir rechts reingehen oder auch nicht? Dann machen wir jetzt mal das Klebeband weg und fahren. Was ist los? Ah, oh. Oh, jetzt ist er erst richtig dran. Und vorsichtig. Jetzt hast du dir deinen Marmorkuchen aber redlich verdient. Lecker, lecker. Eine Picknickstation. So sieht das Fenster viel größer aus, als wenn ich mir diese Öffnung angucke. Das habe ich mir auch schon gedacht. So eine Mini-Kaktusöffnung. Aber es passt rein. Aber es passt rein. Der ganze den Nachmittag umsonst. Hallo. Wegen der Scheiße da. Mal nicht so aus, wirklich. Das macht mich sauerer als die Tatsache, dass das jetzt nicht gepasst ist. Das ist gar nicht so wild. Die Hölzer können wir wahrscheinlich hernehmen, wenn wir den Rahmen quasi andersrum machen, weißt du? Also der Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass wir den Rahmen auf die falsche Größe gebaut haben. Wir haben den nämlich hier angepasst und hätten ihn aber hier anpassen müssen. Und dadurch haben wir natürlich auch den Ausschnitt auf der falschen Größe gemacht. Aber das Gute ist, wir haben ihn zu klein gemacht und nicht zu groß. Das wäre richtig scheiße. Und so ist es halt jetzt ein bisschen doof. Jetzt müssen wir den Rahmen nochmal neu bauen, hier drauf angepasst und dann den Ausschnitt halt nochmal vergrößern. Das ist nicht geil, aber wir schaffen das. Der Fabian würde am liebsten jetzt hinschmeißen, grad, oder? Aber du machst es schon. Ein Thema, was für uns von Anfang an sehr präsent war, war so dieses Thema Sicherheit für den Camper und die ganzen Dinge im Camper drin, weil das ist nun mal unser Haus, da ist alles drin und es ist schon schön, wenn man einfach den Van mit einem positiven Gefühl zurücklassen kann und wir haben ja schon die ein oder andere Vorkehrung, die einfach den Einbruch sehr schwieriger macht, wie unsere Alarmanlage und auch so ein paar manuelle Sachen wie den Splint hinten und ein Schloss. Trotzdem sind es natürlich keine Faktoren, die garantieren, dass nie was passiert, sondern es sind Sachen, die machen halt den Einbruch unwahrscheinlicher, weil natürlich jede Sekunde, die für einen Einbrecher es länger dauert, in ein Fahrzeug einzubrechen, macht natürlich das Objekt uninteressanter. Trotzdem bleibt immer noch so ein gewisses Restrisiko und wir haben schon so lange mit einem Safe geliebäugelt und wollten unbedingt einen haben. Und wir freuen uns total, dass wir jetzt bei Camping Wagner fündig geworden sind mit einem richtig coolen Safe. Der Fabian zeigt euch den gleich, weil Camping Wagner ist einfach auch so ein Online-Shop, der hat uns
uns die komplette Ausbauzeit begleitet und wir hatten so positive Erfahrungen. Zum einen ist es super praktisch, weil es hier fast alles gibt, was man braucht, wenn man entweder den Camper ausbaut oder wenn man schon mit seinem Camper oder seinem Fahrzeug unterwegs ist und einfach noch Zubehör sucht. Also hier ist man echt immer perfekt aufgehoben, weil es alles gibt und der Kundenservice ist auch so nett. Wir hatten da letztes Jahr beim Ausbau so eine Situation, wo ich echt so dankbar war für diesen freundlichen Kundenservice. Umso mehr freut es uns, dass wir jetzt hier mit Ihnen zusammenarbeiten und diesen Safe haben. Der Fabian zeigt euch den jetzt gleich. Wir werden euch natürlich nicht zeigen, wo wir ihn einbauen. Wir glauben zwar nicht, dass unter euch jemand ist, der uns jetzt was Böses will und in unseren Van einbrechen würde, aber trotzdem stellen wir natürlich unser Haus jetzt ins Internet und werden deshalb jetzt nicht zeigen, wo wir ihn einbauen. Aber Fabian wird ihn euch kurz zeigen, was es für einer ist. Ich packe das Ding jetzt mal raus und dann schauen wir uns das mal an. Ja, da ist das gute Ding. Jetzt hier zwei so Schlüssel dabei. Und wir haben den größten genommen. Das ist die Größe 5. Wir packen den Link eh rein, das genaue Maß. Sparen wir uns jetzt mal. Wir haben den größten genommen, weil Laptop mit Tasche, nochmal Laptop mit Tasche zum Beispiel und eine Drohne. Und dann brauchst du den Platz schon. Und ja. Vor allem die Laptops machen es halt aus. So, wir bauen den jetzt ein. Wie gesagt, wir zeigen euch nicht, wo wir den einbauen. Ich freue mich jetzt vor allem auf dieses Gefühl, weil ich meine, in den Van kann jemand einbrechen. Ganz klar, das Fenster kann aufgebrochen werden, die Alarmanlage löst aus, geht los. Aber wenn wir nicht in Reichweite sind, dann bringt uns das insofern nicht viel, außer dass der Einbrecher halt sich nicht so viel Zeit lässt. Und da kommt jetzt der Tresor ins Spiel, der ist gut versteckt. Da sind unsere wertvollen Gegenstände drin und das ist einfach ein gutes Gefühl, wenn die wichtigsten Dinge gesichert sind, weil der wird hier keinen Kochtopf klauen. Der wird hier vielleicht Verwüstung machen, vielleicht geht auch was kaputt, aber es entsteht kein teurer Schaden und da freue ich mich jetzt richtig drauf. Klopf auf Holz, dass trotzdem nichts passiert. So, Fabian hat einen neuen Rahmen gebaut, der jetzt auch passt, bestimmt. Und jetzt zeichnen wir nochmal an. Wir machen das so, dass wir nur an zwei Seiten nochmal nachsägen müssen und die anderen quasi nutzen können. Und da geht es jetzt weiter. Versuch Nummer 2 und hoffentlich der letzte. Die Scheiße wandert so. Die läuft an. Warum nimmt sie eigentlich die Flex? Jetzt ist mit der Flex besser. Und andere Geschütze auffahren, Freunde. Jetzt fahren wir es erstmal oben rein. Passt, oder? Schaut doch schon besser aus. Okay, dann entgraben, solange die Folie noch da ist. Und wir haben uns vorhin schon gewundert, warum das Loch im Vergleich zum Fenster so klein ausschaut. Das ist jetzt schon besser, eher proportional. Ich trage Rostschutzlack auf, damit uns das nicht wegrostet. Und rein mit dem Fenster. Naja, erstmal rein mit dem Rahmen, aber immerhin. Meinst du die Menge? Mehr, weniger? Wahrscheinlich darf es vor allem hier schon viel sein, weil hier müssen wir ja die Schräge so ein bisschen ausgleichen. Dafür sorgen, dass es möglichst plan anliegt. Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller mit dem Kleber machen, weil der trocken ist. Ich bin bereit. Die sind nicht eng genug.
unter unserer Eckbank ist ja sehr viel Stauraum, der leider nicht so gut zugänglich ist. Wir haben diese Klappe, die man runterklappt und dann sind da 1000 Kisten und Einzelteile und das macht uns jedes Mal wahnsinnig, wenn wir da was rausholen. Und deshalb werden wir da jetzt halt ein bisschen eine cleverere und praktischere und befriedigendere Lösung finden. Wie hast du das da mal reingekriegt? So. Tada! In eurem Van schaut es ganz schön aus. Danke für die Mitteilung. Haben wir noch nicht gemerkt. Fangen wir an. Unten, oben. Oben, oder? Unten. Wo bist du? Dann Rahmen rein, oder? Ja. Und? Dann packen sie nicht an. Ja. Was? Die ist durch. Nee. Ja. Ja, die bleibt jetzt drin. Sonst haben wir da ein Loch. Okay. Hupsala! Und dann hat uns das Problem mit den Schrauben doch noch eingeholt. Denn die mitgelieferten Schrauben sind ein Ticken zu kurz. Zu lange Schrauben sind aber scheinbar auch nicht die Lösung. Ja. So, Carsten ist jetzt fertig. Der Carsten? Der Carsten. Und jetzt checken wir mal ab, ob er reinpasst. Eigentlich müssen wir die Rollen unten noch hin machen. Ja, aber die machen wir ja dann, je nachdem, wie viel Platz da ist. Jetzt schauen wir erstmal, ob sie überhaupt reinpasst, okay, in die Öffnung. Oh, ja, wir haben ja nicht zu viel Glück. Herausfordernd, die da reinzukriegen. Ja, geht. Also sie passt auf jeden Fall geil rein, ist genau richtig lang. Nice! Das ist meine Schublade. Geil! Ich freue mich schon so, die einzuteilen und einzurichten. Wir haben schon ganz lange ein Problem und zwar immer, wenn wir die Tür aufmachen, uns regnet, haut uns das Wasser rein und das ist super nervig. Und jetzt bauen wir uns eine Dachrinne aus einem kleinen Kabelkanal zum U-Profil aus Kunststoff. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich bekomme einen neuen Schreibtisch, Tisch, Essplatz. Es ist ja alles multifunktional. Da freue ich mich sehr drüber. Das Ganze, was wir uns ausgedacht haben, ist ein bisschen technisch anspruchsvoll. Und deshalb bin ich super dankbar, dass mein Papa mir dabei heute hilft.
irgendwie fordern uns diese Umbaugeschichten, die wir uns vorgenommen haben, dieses Mal extrem. Wir haben uns einfach sehr viel vorgenommen für relativ wenig Zeit und das kriegen wir gerade wirklich zu spüren. Also es ist für uns gerade hier sehr herausfordernd und läuft echt nicht alles flüssig. In so Momenten, wo es echt gerade gar nicht geht, haben wir natürlich oft die Kamera nicht parat. Deswegen wollte ich euch das jetzt einfach kurz so erzählen, damit ihr wisst, dass es nicht immer alles einfach leicht läuft, sondern auch echt schwierig ist. Also es sind bei uns gerade verschiedene Faktoren. Zum einen, dass es einfach sehr viel für sehr wenig Zeit ist und dass einfach drumherum ganz viele Sachen noch passieren. Der Fabian hat jetzt noch zweimal Termine, wo er mit dem Van über eine Nacht weg ist. Das heißt, da können wir halt auch nichts machen und ja, dann ging es uns beiden mental irgendwie auch mit den ganzen Sachen nicht so gut. Einfach auch mit dem Stress, den wir uns selber gemacht haben. Und drum, ja, wollten wir das einfach nur mit euch teilen, dass das nicht immer einfach leicht ist. Und wenn dann halt noch so Fails dazu kommen, dann ist es noch schwieriger. Aber wir werden uns jetzt einfach sammeln und auch mal eine kleine Pause gönnen und dann mit neuer Energie morgen wieder reinstarten. Zeit für einen Dichtigkeitstest. Mach mal das Fenster auf. Hier hat sich's jetzt gesammelt, aber normalerweise kommt es auch nicht in solchen Schwellen wie jetzt halt durch die Gießkanne. Jetzt kommt unsere tonnenschwere Kiste hier rein. Hey, die ist gar nicht tonnenschwer. Und wir haben folgende Herausforderung. Die kommt auf so Rollen, dass sie schön rollt. Und wenn wir die Rollen jetzt aber schon fixieren würden, dann würde sie nicht mehr in den Ausschnitt passen. Das heißt, wir müssen die irgendwie nachträglich hinfriemeln und schön mittig ausrichten, dass es nicht verkantet. Einfach mal machen, wa? Die Löcher sehen ja wild aus. Oh je. Warte. Ich fixiere sie jetzt mal einfach hier mit einer Schraube. Jetzt ist es endlich soweit, dass wir den Tisch befestigen können, den der Papa mir gebaut hat. Und dafür mitteln wir den jetzt quasi aus, wie genau wir den auf dieser Platte positionieren, damit er dann genauso in alle Richtungen schwenkbar ist, wie wir uns das vorstellen. Dann musst du auch, wichtig ist, dass du eine bequeme Arbeitsposition einnimmst. Naja, die ist, glaube ich, das geringste. Ja, passt ja. Weißt du, was zu tun ist? Ja. Weißt du, wo die Schrauben sind? Okay. Weißt du, dass ich dich liebe? Ja. Weißt du, wie es geht? Ja, rein, schau. So, jetzt wo das Fenster fertig eingebaut ist, ist es natürlich auch Zeit, noch Magnetkontakte anzubringen, wie wir sie ja auch für unsere andere Fenster haben, die quasi das Fenster auch alarmsichern. Wir haben ja die Alarmanlage von T-Tronic und auch die Magnetkontakte von T-Tronic. Die findet ihr übrigens auch im Camping Wagner Shop. Also da könnt ihr euch auch alle T-Tronic Produkte kaufen. Und den
bringen wir jetzt mal an. Und lernen ihn auch an, damit er dann auch verbunden ist. Ja. Oh. Nur sowas. So, jetzt brauchen wir hier die Mitte ungefähr. Der ist super schief. So eine Scheiße. Das ist verkackt. Hey, du hast auch verkackt. Erst am Schluss. Manu. Gerade ist was anderes, aber egal, jetzt lernen wir das Ding an. Mach mal die Klappe auf, dann hören wir die Alarmanlage besser. Du musst ja jetzt dann einmal piepsen, um uns zu sagen, dass alles passt. Kopplungsmodus starten. Anlernmodus an. Okay, jetzt ist er an. Und jetzt müssen wir... Okay, jetzt hat er die angelernt. Das war's, oder? Ich glaube. Kopplungsmodus beenden. Kopplungsmodus verlassen. Anlernmodus aus. Jetzt hat er, glaube ich, gerade einen Statusbericht geschickt. Handsender 2, Funkzubehör 3. Ja, zweimal Handsender, Schlüssel und Handsender. Ja. Und 1, 2, 3 Magnetkontakte. Ah ja, das hat er wohl jetzt geschickt, in dem Moment, wo wir das gemacht haben. Sollen wir mal kurz probieren, ob sie funktioniert? Mach's aus! Entschuldigung, liebe Leute. Okay, funktioniert, schön. Also, Funkkontakt, check. Fenster, Alarm gesichert, check. Sehr gut. Schublade ist jetzt auch zu 98% fertig. Wir haben hier leider nur das Loch und haben noch keinen passenden Türgriff oder Schubladengriff im Baumarkt gefunden. Das ist einfach zu schwer jetzt so rauszuziehen, aber wir kommen von oben gut hin und mit ein bisschen Fingerspitzengefühl können wir das jetzt auch schon ohne Griff rausziehen. Sind auf jeden Fall happy mit unserem neu dazugewonnenen Stauraum. Eine Verriegelung soll die alte natürlich auch noch, Das ist der Carsten. Carsten soll natürlich auch noch eine Verriegelung bekommen. Die haben wir auch schon da, die dürfen wir noch reinschrauben. Und damit haben wir auch diese Baustellen mal wieder mehr oder weniger erfolgreich bewältigt. Wir haben nicht alles geschafft, was wir gern geschafft hätten, aber es ist okay. Die wichtigsten Sachen sind erledigt und ich glaube, wir haben viel daraus gelernt, was die Planung zukünftiger nächster Projekte angeht, auch wenn wir hoffen, dass es jetzt vielleicht langsam mal weniger wird. Aber wir freuen uns jetzt mit diesen ganzen neu gebauten Dingen im Van wieder loszustarten und einfach die Qualität zu genießen, die sie uns schenken wird. Und freuen uns, wenn ihr uns auf der Reise begleitet. Dafür könnt ihr uns sehr gerne hier unten kostenlos abonnieren. Dadurch unterstützt ihr uns total und wir würden uns mega freuen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.